Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Strong Living YouTube Kanal. Das letzte Video aus Amerika wird nochmal richtig wild, also bleibt dran. Wir sind gerade am Weg zum Metroflex Gym, beziehungsweise sind wir schon beim Metroflex Gym angekommen, gleich hier, und ballern eine Beinsession, wo wir heute Stiffleg Deadlifts machen werden mit Nick Gloff. Also Deadlifts mit Nick wird auf alle Fälle mal legendär. Peter auch am Start. Yes. Yes. Start. Was trainiert ihr? Heute gibt es für mich Lower und Arms. Yeah. Ja. Alleine, aber wird gut. Alleine, richtig geil. Macht Ramon, richtig Bock, ja. Ramon und Daniel haben dich alleine gelassen. Genau, sie haben mich verlassen. Aber das passt schon, das passt schon. Ey, du bist so riesig, Peter. Ich bin muss ja. Das, siehst muss du das kurz einmal vergleichen. Ich ja, stehe weiter hinten. Also, Ramon ist auch da. Natürlich. Crazy Ramon und der Daniel. Team Ivo. Ich hab sogar Ivo-Shirt an. Krass, ja. Ich bin leider nicht am Representen. Also, wir sind aber am Representen der Age of Iron. Wir haben gestern Fotos gemacht, Berserk und Age of Iron. Einfach ehrenhaft. Ja, Ehre drauf. Schatzi. Wie gesagt, wir trainieren heute Beine. Und ja, das ganze Video kommt nachher auch auf Lift the Standard mit allen Erklärungen. Da unbedingt reinschauen, unbedingt das abchecken, Teil der Lift the Standard Community werden und viel dazu lernen. Genau diese Erklärungen seht ihr dann auf Lift the Standard. Nick nimmt sich extra die Zeit, alles punktgenau zu erklären für Lift the Standard. Also unbedingt da reinschauen, unbedingt lernen, wie man richtig Stiffleg Deadlifts macht. 5 Plates, 8 Reps, 9 Reps. Crazy Peter, Alter. Ja, muss ich auch mit dem Körpergewicht, muss man auch ein bisschen stark sein. Bisschen. Naja. Alter. Wir haben mit Adduktoren angefangen, sind jetzt gleich weiter zum Stiffleg Deadlift gegangen und sagen wir mal, Nick hat aber coole Cues gehabt für mich. Die sieht man dann alle, wie schon gesagt, auf Lift the Standard. Merke aber, es fühlt sich gerade alles an wie Peanuts, also bin gespannt, wo das hingeht. Ich habe noch nie Stiffleg Deadlifts gemacht. Ja, direkt 190 ohne Gürtel. Das finde ich schon solide. That's how we do. Richtig geil. Nach den Stiffleg Deadlifts geht jetzt weiter an eine Leg Press. Wir haben ein bisschen geschaut, welche wir nehmen, aber haben jetzt eine gute gefunden. Wie fühlt sich das Leben gerade an? Fantastisch. Wir haben uns jetzt auf der Beinpresse auch ordentlich zerstört.
also einen Topset gemacht, der war schon richtig schwer, so auf 12 Wiederholungen. Und dann noch einen Backoff-Set, der dann umgewandelt worden ist zu einem Rest-Pause-Set auf ca. 30 Wiederholungen. Und habe jetzt entschlossen, das Beintraining zu beenden, weil es keinem von uns mehr irgendwie gut geht. Ich werde jetzt noch ein bisschen Schultern, Arme von gestern nachholen. Boah, jetzt komme ich wieder zurück langsam. Ja, jetzt geht's wieder. Die Schultern, Arme von gestern nachholen, genau. Und nachher werden wir das ganze Training abschließen. Wird schon langsam unerträglich. How does that feel, man? Okay. Okay. Decent enough. Decent. Perfect. Looks decent. I'd say decent. Yeah. Kann nicht mehr. Fühlt sich wirklich brutal an. Da ein bisschen Arme gepumpt, aber es war eigentlich ziemlich umsonst. Ich merke, mein ganzes Blut ist in den Beinen. Nicht in meinem Kopf, nicht in meinen Armen, einfach nur in meinen Beinen. Jetzt Zeit, ja, irgendwas zu essen. So, Bewertung vom Metroflex Gym? Schon wild, also 8,5 von 10 muss man schon geben, ja. Ja. Was sagst du, Metroflex Gym? Mega geil. Ich habe zwar nicht trainiert, aber Vibe ist geil. Nice. Für uns geht es jetzt nach diesem crazy Training in ein Burger Steak Restaurant. Wir freuen uns schon wirklich unfassbar drauf, etwas zu essen. Ich merke, ich unterzucker schon ein bisschen. Und das Coole ist, wir sind mit den Deutschen und mit den Schweizern zusammen. Also ein richtig cooler Abschluss für diesen Trip eigentlich. Ja. Perfekt, danke, dass du deinen Part übernimmst. Mehr geht gar nicht mehr. Mehr geht nicht. Einfach perfekt. Wisst ihr Leute, es ist einfach so unfassbar, mit den ganzen Leuten da zusammen zu sitzen und gut zu essen. Es ist eigentlich ein richtig schöner Zufall, dass wir uns heute alle getroffen haben, zusammensitzen und das jetzt genießen können, diese Reise auch abschließen können. Einfach unpackbar, wenn man sich da mit den Leuten auch austauschen kann und Co. Das ist einfach unfassbar besonders für mich. Yes, jetzt wird einmal gegessen. Hauen wir rein. Euch auch, wenn ihr was esst. Ist immer gut bei den Videos, was zu essen. Mahlzeit. Und ja, schauen wir, dass wir gut wachsen hier. So. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, war ein unglaublicher Trip und werde hier auch das YouTube-Video mit dem Marcel abschließen, weil wir beide haben uns jetzt gerade Kaffee geholt, weil für uns jetzt noch eine, lange Nacht. Marcel muss noch Reels schneiden, ich muss noch arbeiten, also perfekt, genauso wie dieser Trip auch ausgeschaut hat. Wir haben eigentlich die meiste Zeit nur gearbeitet, aber auch eine gute Zeit gehabt und ist sehr viel Tolles dabei entstanden. Ich muss euch sagen, danke fürs Mitverfolgen von dem ganzen Trip. Ja, ihr habt auch den Nick kennengelernt, war eine unglaublich tolle Zeit. Ja, perfekt. Und ich sage danke fürs Einschalten. Kommentiert das Video, teilt es in den Social Media Plattformen, liked es, subscribt den Channel und seid beim nächsten Video mit dabei. Ihr könnt auch das ganze Projekt hier und alle anderen Projekte mit unterstützen. Genau, Tobi, indem ihr was macht? Liken, subscriben. Ja, das habe ich schon, das hab ich schon gesagt. Kauft bei, also das darfst du ja gerne sagen. Kauft bei Evo ein mit dem Rabattcode Pete, um das Ganze zu unterstützen. Und seid beim nächsten Video mit dabei. Ich habe keine Ahnung, wo das nachher sein wird. Ja, something to say, Nick. Thank you for watching. That's it. Ciao.